Leute, ich bin schon wieder hier. Ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch ein Workout mit der Kettlebell. Und zwar wird das heute ein Workout von Kopf bis Fuß sein mit 4 einfachen Übungen, die ihr überall ausführen könnt, egal ob zu Hause oder im Studio oder was weiß ich wo, irgendwo unterwegs. Es werden 4 Übungen sein, vorrangig Beine, Rumpf und Schulter heute. Und ich werde das am Stück ausführen, pro Übung 10 Wiederholungen. Und das Ganze kann man dann, je nachdem, 2 bis 3 oder 4 Durchgänge machen, je nachdem wie fit ihr seid. Wichtig ist nur, macht es regelmäßig, fangt langsam an, steigert euch, macht es kontinuierlich. Kontinuität ist immer das ganz große Stichwort, egal um was es sich handelt, ob es Training ist oder Ernährung. Wenn ihr Sachen nicht kontinuierlich ausführt oder durchzieht, dann könnt ihr nirgendwo erfolgreich sein. Egal ob Sport, Beruf oder eure Figur. Ich fange jetzt an. Wie gesagt, Workout, Schulter, Rumpf, Beine vorrangig, mach's am Stück durch und schaut einfach mal zu. Nochmal kurz was zum Bewegungsablauf. Falls euch 2 Kettlebells am Anfang zu schwer sind, dann macht ihr das Ganze nur mit einer. Dann wäre die Position hier die Ausgangsposition für alle Übungen. Und ich nehme jetzt aber heute mal 2, mach die so hin und simuliere jetzt mir quasi eine Langhantel. Aber die Kettlebells sind natürlich einfacher zu verstauen als eine Langhantel. So, Übung 1, wir werden jetzt einfach mal Kniebeugen. Dazu ein bisschen Zehenspitzen nach außen zeigen, ein bisschen mehr als Hüftbreite, Arsch nach außen, Rumpf anspannen und einfach mal loslegen. Weiter mit Übung 2, leicht in die Hocke. So, Übung 3 ist die Kombination jetzt aus Kniebeugen und Schulterdrücken. Ich fange an mit der Kniebeuge. Letzte Übung ist jetzt eine Schulterübung mit einer Verwringung, kennt man aus der Leichtathletik, und zwar diagonal von unten mit Rotation des Rumpfs nach oben. Leicht in die Knie. So.
So, jetzt kurze Verschnaufpause. Ihr seht schon, es war anstrengend für mich. Alles am Stück. Weiß jetzt gar nicht, wie lange es gedauert hat. Irgendwas zwischen 2 und 3 Minuten vielleicht. Kurze Pause vielleicht. 1 Minute, 1,5 Minuten. So lang, bis euer Puls wieder so um die 100 Schläge pro Minute ist. Das reicht. Keine vollständige Erholung. Und probiert es einfach mal aus. Bin sicher, es bringt euch weiter. Ihr seht, mir läuft die Soße runter. Hat es in sich. Sieht einfacher aus, als es ist. Man kann mit diesen Kettlebells viele sinnvolle Sachen anstellen. Natürlich auch viel Scheiße, aber das werde ich euch bestimmt nicht zeigen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Haltet euch fit, euer Dominik. Ciao, ciao.